Hey Leute, willkommen zum Heilungsprozess, Tag 46. Heute werde ich einen Stadtspaziergang machen. Ich werde in die Stadt gehen, mal sehen, was mich da so erwartet. Ihr werdet daran teilhaben. Dann werde ich ein Thema behandeln und das Thema lautet: Ich hatte große Angst, nichts mehr schmecken zu können. Wie wichtig das ist, dieses Thema zu behandeln in Sachen Essstörung und was das alles aussagt, werdet ihr sehen. Und ich zeige euch natürlich, was ich esse, was ich koche. Ja, seid doch wie immer gespannt. Lasst ein Like nach oben da. Ich würde mich freuen, einfach um den Algorithmus zu pushen. Ich küsse eure Herzen, aber Support bleibt Support. Und wenn ihr mich fühlt, ist es das Wichtigste, unabhängig von irgendwelchen Dingen, die ihr macht. Na? Ich küsse eure Herzen, Leute. So Leute, diesmal kein Energy, sondern Wasser. Sehr vorbildlich. So, die aktuelle Gemütslage wieder. Ja Leute, was soll ich dazu sagen? Jeder Tag, den ich schaffe, den ich auf meiner Haben-Seite habe, pusht mich, motiviert mich. Und ich wusste, dass dieser Heilungsprozess bahnbrechend sein wird. Das erste Bahnbrechende in meinem Leben war überhaupt anzufangen mit dem Blog auf Insta, mich den Leuten mitzuteilen, nach jahrelanger Isolation überhaupt diesen Mut zu haben. Dann das Allerbahnbrechendste, die Öffentlichkeitsarbeit, die Reportagen bei Leroy, frag einen halt Hyperbol, ne? Frag ein Klischee, 1 Live, Follow Me Reports, Akte, Sat.1, Frühstücksfernsehen und. Meilenstein einfach. Und das Dritte, was jetzt einfach das Ganze komplementiert, wenn man das so sagen kann, ist das hier. Mich daran zu erfreuen, immer weiter dahin zu kommen, wo ich will, das festzuhalten, die Tage hier zu deklarieren, das ist schön. Es ist einfach eine riesengroße Sache für mich, den Zwangshandlungen nicht nachzugehen, jetzt 46 Tage ohne Alkohol zu sein, die 18 Kilo schon verloren zu haben in diesen 1,5 Monaten, ist sehr stark. Ja, Leute, es bleibt aber immer etwas, was man sich stellen muss. Das hat sich so fest hier eingebrannt. Ich bin dahingehend so indoktriniert, die Zwangshandlungen, Zwangsgedanken. Ich habe das so gut im Griff und ich gehe dem nicht nach, aber man merkt halt, wie die Angst, die Unsicherheit, das Unterbewusstsein sich einen Weg versucht, ja, frei zu machen, dass man wieder Kontrolle in seinen Augen hat, die Anspannung fällt und man etwas seiner Meinung nach kontrollieren, regulieren kann, indem man den Zwängen nachgeht. Weil man möchte einfach nicht das Gefühl haben, hilflos zu sein. Aber in manchen Dingen ist man einfach hilflos. Das muss man akzeptieren. Und man muss die Kontrolle im Leben abgeben. Bei so vielen Dingen hat man nicht die Kontrolle. Also, das ist einfach wichtig für mich, auch das jetzt gerade so auszusprechen, um selber nochmal mich zu setteln und runterzukommen, wie wichtig das ist, was ich gerade mache. 2,5 Monate ohne Zwänge. Also, ich war ja wirklich schon ein Fall für die Klinik. Einer der Menschen, die man im Fernsehen sieht, die da wirklich 50 Mal die Tür aufschließen, zuschließen, eine Stunde am Herd verbringen. Genauso kann man das vergleichen. Also wenn ich sage, ich bin eine Stunde oder mehr zu spät zur Schule gekommen, obwohl ich rechtzeitig aufgestanden bin, zeigt das ja auch, wie krass mich das zuletzt in den Fängen hatte, diese Zwangsstörung. Die wurde halt immer schlimmer, so Ende 2020, ja, wurde die Angst und dadurch halt auch die Zwänge immer schlimmer. Aber es muss erstmal schlimmer werden, damit es besser wird. Das hat mich einiges gelehrt. Es ist dann nicht nur so passiert, dass dieses Gefühl mich dazu auch gebracht hat, es immer weiter zu hinterfragen. Es ist zu einem günstigen Zeitpunkt gekommen. Ich war schon dabei zu reflektieren und zu philosophieren. Wie ja viele sagen, einfach nur zu labern, zu jammern, aber nicht den Arsch hochzukriegen. Leute, das ist für mich immer so eine Genugtuung. Das muss ich auch immer wieder erwähnen. Aber genau dieses, ach, du redest zu viel, du redest dir das nur schön, ach, vom Reden tut sich nichts. Genau das hat mich aber gerettet, Leute. Genau das hat mich gerettet, weil ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und immer weiter mich damit beschäftigen wollte. Und das hat mich wiederum auch so mächtig gemacht mit diesen Dingen, die da passieren. Die Angst, die auf einmal größer wird und die Zwänge, die außer Kontrolle geraten, umgehen zu können und sich das auch zuzutrauen, aus eigener Kraft das zu packen.
Und weiter geht's. Ja, Leute, ich hoffe für euch, dass jeder seinen Weg findet. Jetzt reden wir einfach darüber, dass ich Angst davor hatte, nicht mehr schmecken zu können und diese Angst mich immer noch begleitet, aber ich sie seitdem ich seit diesen 2,5 Monaten gegen diese Zwangsgedanken vorgehe, richtig gut im Griff habe und mich auch dahingehend den Sachen gestellt habe. Es war für mich einfach ein Worst-Case-Szenario, wenn ich erkältet bin, Sachen zu essen, die ich gerne esse. Also das war für mich einfach eine pure Verschwendung. Wenn es mal vorkam, dass ich erkältet war und irgendwas gegessen habe, was mir schmeckt, musste ich das dann nach der Erkältung nochmal essen, genau in dieser Konstellation. Und selbst als die Erkältung abgeklungen ist, also wenn meine Nase mal zu war und ich einen Schnupfen hatte und ich deswegen mal ein paar Tage nicht schmecken konnte, selbst dann hatte ich nicht das sichere Gefühl, dass ich das Essen jetzt schmecken kann und das Essen auch so wahrnehme, wie es ist, dass ich irgendwie noch gehemmt bin und mich irgendwas bremst. Und dann war das für mich einfach so ein Zwangsgedanke, der sich wirklich rum um diese ganze Sache entwickelt hat, der mich nicht losgelassen hat und wo ich auch viele, viele Jahre einfach gar nicht gemerkt habe, dass das ein Zwangsgedanke ist. Ich habe es einfach als selbstverständlich angesehen, ist nicht hinterfragt großartig. Und so geht es vielen Menschen. Ihr habt bestimmt viele Zwangsgedanken, viele von euch, oder ein neigt dazu, Zwangsstörungen im leichteren Ausmaß zu haben, ohne das wahrzunehmen und als selbstverständlich anzusehen. Da besteht immer die Gefahr, dass es irgendwann total abdriftet, wie bei mir. Also umso eher man das erkennt und sich das eingesteht und daran arbeitet, umso besser. Und ja, und dann waren das Dinge, die mich immer dazu veranlasst haben, immer mehr zu essen. Dann kam die Angst dazu, sich zu erkälten, Schnupfen zu erleiden. Und dann dachte ich mir, im Unterbewusstsein davon auch geprägt und angetrieben, nicht, dass du morgen erkältet bist, nicht, dass du dich demnächst erkältest, jetzt nochmal schön reinhauen und das alles genießen, bevor die Erkältung kommt. Und das hat einfach die Essstörung gefördert. Und deswegen waren meine Zwangsgedanken mit der Essstörung ja verbunden und miteinander behaftet. Und es geht vielen so, ohne dass sie das überhaupt wahrnehmen und hinterfragen. Vielleicht kann euch das hier jetzt helfen. Es war einfach so, dass ich dann nicht mal mehr die Tür bei mir aufhaben wollte im Zimmer oder wenn ich irgendwo esse, weil die Luft, die durchkommt, irgendwie meinen Geschmack meiner Meinung nach hätte beeinträchtigen können oder die Fenster durfte nicht auf sein oder auf Kippe. Ich musste immer was anhaben. Draußen essen habe ich auch sehr ungern, weil ich dann dachte, ich nehme den Geschmack nicht wahr. Aber das zeigt doch einfach, was für eine krankhafte Affinität man zum Essen hat. Und so offen darüber zu reden und sich dessen bewusst zu sein, können nicht viele. Und deswegen gibt es Leute, die diese Eier schätzen, die ich habe. Und das werde ich immer weiter tun. Ich werde immer weiter diesen Weg gehen und ich werde immer einer von euch bleiben, der nie vergisst, was er in seinem Leben hat erleben müssen und die Dinge, die einen geformt haben und zu dem Menschen gemacht haben, der man ist. Und ich werde immer Verständnis mit Menschen haben, egal welcherlei Zwangsgedanken, psychischen Beeinträchtigungen. Im Kern hat es doch alles denselben Grund. Und ich werde nie das Verständnis verlieren und das wird mich immer auszeichnen und ich kann einfach nur sagen, es war halt einfach so komplex, dass, ja, dass ich dem Essen so einen hohen Stellenwert beigepflichtet habe. Dann sagt mir doch mal bitte einer, es ist einfach nur das gerne Essen, es ist einfach nur das keine Ahnung von Ernährung haben und gut ist, so viel Halt und Trost und Liebe im Essen zu suchen und Genugtuung und Befriedigung spricht einfach für eine Essstörung. Es ist so schön, dass ich mir dessen bewusst bin und dass ich daran arbeite. Und ich habe mich auch in dieser Zeit dem gestellt, Fenster auf Kippe gehabt, seitdem ich hier jetzt diesen Heilungsprozess mache, als ich McDonald's gegessen habe. Mir nicht mehr hier diese Gedanken gemacht darüber, schmecke ich das Essen jetzt? Genau, das kam auch dazu. Ich esse, es schmeckt nicht so intensiv. Es muss doch intensiver schmecken. Früher hat es intensiver geschmeckt. Es kommt mir so vor, als kann ich nicht schmecken. Und dann hat mich das auch wirklich in diesem Glauben gelassen, dass irgendwas mit meinen Geschmacksknospen und Nerven und Sinnen nicht stimmt. Aber dem wird wohl nicht so sein, gehe ich von aus. Und als ich einfach es akzeptiert habe, mich damit nicht so beschäftigt und hinterfragt habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich auf einmal Dinge nicht so schmecke und wahrnehme, wie sie sind. Also anders wahrnehme. Und das zeigt doch einfach, wie mächtig die Gedanken, die Zwangsgedanken und all das drumherum ist, oder? Und manchmal ist es auch so, dass Sachen nicht so schmecken, wie man sie kennt, aus Gründen. Und das hat dann nichts mit einem selbst zu tun. Aber wenn man sich wirklich so da reinsteigert, wie ich das getan habe, ist ja kein Wunder, dass der Genuss dahingehend dann auch flöten geht. Und dann wird das immer mehr zum Wahn. Und schon allein der falsche Ansatz ist, dass man diese Gedanken um das Essen entstehen lässt, diese Zwangsgedanken. Aber ich neige ja so oder so zu Zwangsgedanken und habe ja mein Leben lang, fast schon jahrelang Zwangsgedanken, die ich erst vor kurzem erkannt habe.
Und dahingehend hat sich auch sowas ja, entwickelt. Aber Akzeptanz schaffen, das nicht zu hinterfragen, das so anzunehmen, sich dem zu stellen, wie ich es gemacht habe, und zu sehen, dass es nur die Gedanken sind. Und überhaupt sich vor Augen zu halten, dass es nicht der Sinn und nicht der Zweck, Sinn und Zweck sein kann, im Essen so viel Halt und Trost zu suchen. Beziehungen zu Menschen, Dinge, die man erleben kann, die Welt bereisen, sehen kann, das sind doch wahre Dinge. Dinge, die man schaffen kann, etwas hinterlassen kann, wie das hier, Menschen hier inspirieren, motivieren, aus der Seele sprechen, Bewusstsein schaffen, einen Stellenwert für Menschen haben. Daraus sollte man Kraft schöpfen. Und das mache ich jetzt auch immer mehr. Das hier ist mir so wichtig und nicht im Essen. Das spricht für ein Defizit und für wirklich etwas, was einen irgendwie im Inneren unglücklich sein lässt und dass man sich verloren fühlt. Da gibt es einen Weg daraus, Leute. Ne? Niemals aufgeben. So, Leute, das ist jetzt mein Frühstück für heute mal. Quark mit Agavendicksaft und ja, so ein Bärenmix habe ich mit reingetan. Ganz bisschen wenig Haferflocken. Das Ganze hat so 300 Kalorien. Das ist übrigens Magerquark. Ja, und es sieht auf jeden Fall so aus wie so ein Früchtequark, den du dir kaufst, oder Früchtejoghurt. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Ich hoffe gut. Und ich lasse mir jetzt schmecken, Leute. So, und jetzt kommt noch so ein Schoko-High-Protein-Pudding dazu, Leute. Schaut euch mal diesen veganen Osterkorb an. Da hätte ich schon jetzt eigentlich voll Bock reinzugreifen. Ja, aber ich entscheide mich hierfür. Ist ja auch eine Art Dessert. Jetzt nicht, dass es das Beste ist, was man essen kann. Man kann natürlich auch selber Varianten und Möglichkeiten schaffen, aus Magerquark und Drops und dies und das und hast nicht gesehen, etwas zu machen, was besser ist und nicht so viel Schrott drin ist als das hier. Aber immerhin hat es genügend Proteine. So, Leute, ich bin draußen. Es geht in die Stadt, ein Ründchen drehen. Dann wird noch gekocht, gegessen. Dann gehe ich noch mit meiner Schwester einkaufen. Müssen ein paar Sachen erledigen. Die feiert bald. Und ja, genau. Ich bin froh, jetzt wieder das schöne Wetter zu genießen. Es ist wärmer, angenehmer als gedacht. Und noch geiler ist es einfach, so viel Kondition getankt zu haben. Ich weiß noch, da bin ich diesen Weg hier gegangen mit 185 Kilo oder so, den ich gerade gehe, auch im Volltempo, weil ich eine Verabredung hatte mit einem Mädchen dort. Und mir hat alles wehgetan. Ich war außer Atem. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Es war so eine Tortur und der absolute Horror. Und jetzt 40 Kilo weniger. Das ist schon jetzt so ein neues Lebensgefühl, das ich spüre und fühle und ich eintauschen möchte. Das kann man nicht vergleichen. Jetzt im Eiltempo, ohne großartig für meine Verhältnisse außer Atem zu sein und Schmerzen zu haben, ist einfach nur geil! Leute, wieso muss Essen immer ein Millionenmal geiler riechen, als es schmeckt hier in diesen Einkaufszentren oder generell? Wenn du in irgendeinem Imbiss bist. Und meistens ist es ja nicht so, muss man ganz ehrlich sein. Hört euch auch zu dieser Sache, dass ich schon viele Videos auf TikTok gepostet habe von meiner Abnahme. Ich werde auch weitermachen, weiter solche Videos posten. Ich bin verdammt stolz. Wenn es jemanden nervt, da haben schon hier oder da manche geschrieben, ja, langsam reicht es, wir haben es verstanden. Leute, dann schaut nicht hin. Deabonniert, blockiert. Aber ich bin so stolz drauf, ich will es in die Welt hinausschreien, immer und immer wieder. Das weiß man nur, wenn man wirklich in dieser Position ist und vor allen Dingen meinen Weg gegangen ist mit vielen Leuten, die das nicht zugetraut haben. Chris Krämer und hast du nicht gesehen. Von daher einfach nur affengeil, Leute. Ja, Leute, jetzt geht's den Berg hoch. Schritte, Schritte, Schritte sammeln. Ich freue mich auf das Kochen und vor allen Dingen noch mehr auf das Essen. Kochen ist ja Mittel zum Zweck, obwohl ich auch gerne koche, kreativ bin. Aber meine Ticks, meine Zwangshandlungen und die Lethargie hat es mir sehr oft verhunzt. Das hat sich ja jetzt geändert. Da kann ich mich auch mehr auf das Kochen einlassen. Und ja, danach geht es noch mit meiner Schwester einkaufen, denke ich. Wird noch ein bisschen stressig werden. Aber ja, da müssen wir durch. So, Leute, jetzt snack ich ein bisschen Käse. 35 Gramm sind das in etwa. Ja, habe ich jetzt richtig Bock drauf. Das Essen ist gerade am Kochen, die Soße. Und gleich wird serviert und ich zeige es euch natürlich auch wieder. Und genau, dann geht es wahrscheinlich noch ein bisschen einkaufen. Ja, krass, krass, krass. So, Leute, jetzt ist der Meister wieder am Werk. Jetzt wird wieder ganz lecker gekocht. Nudeln, wisst ihr ja, wie die aussehen. Da brauche ich euch die jetzt da nicht hinlegen. Das sind die Zutaten für eine leckere Bohnen-Tomatensoße mit Nudeln. Boah,
Eigentlich wollte ich das mit Kichererbsen machen, haben wir nicht da. Ja, Leute, man kann ja auch passierte Tomaten noch dazu nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das noch mache. Ich denke mal nicht. Mal schauen. Ah, ist immer noch sehr, 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 sehr verlockend, das Ganze hier. Ja, da bin ich froh, dass ich mich da zurückhalten kann. Das kann auch nicht jeder, ne? Wenn solche Binge-Anfälle kommen oder das triggert einen. Da bin ich sehr gefestigt und muss auch froh drüber sein, dass es nicht in so einem Ausmaß ist wie auch bei manch anderen, die sich absolut nicht mehr kontrollieren können, ne? Ja, Leute, jetzt wird gekocht. Aber egal, das will ich noch anmerken, in welcher Situation, auch wenn ihr euch nicht absolut nicht mehr kontrollieren könnt, dafür gibt es Mittel und Wege, das zu ändern. Das ist die Psyche, die Emotionen, die einen dazu verleiten und weil man sich Essen verboten hat. Ein Mix aus beidem. So, Leute, das ist das Essen. Die leckeren Spaghetti mit einer Bohnen-Tomatensoße. Das Ganze hat so 640 Kalorien. Oh, geil. Ich will nicht mehr schnacken, labern, reden. Ich will einfach nur essen und genießen. So, Leute, jetzt geht's noch was einkaufen. Da sammle ich auch ein paar Schritte und dann werde ich auf jeden Fall auch gleich, denke ich, schon den Heilungsprozess beenden. Aber noch werde ich hier ein paar Schritte sammeln und euch daran teilhaben lassen. So Leute, jetzt bin ich wieder mal im Stammsupermarkt. Ja, es ist immer noch so, das Herz schlägt höher und schneller. Aber auch schon krass, wenn man sich vor Augen hält, dass ich hier drei Reportagen gedreht habe. Ne? Also einfach Legende. Ja, ein paar Schritte sind schon dazugekommen, muss man sagen. Die werde ich euch auch posten. Ich kann eigentlich schon den Heilungsprozess beenden, Leute. Das war der Heilungsprozess Tag 46. Ich küsse eure Herzen. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr hinter mir steht. Und lasst doch gerne ein Like nach oben da. Und ja, immer weiter und immer Vollgas. Sky is the limit.